herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 10. August 2021. Und es gibt mal wieder eine Reihe an spannender Nachrichten. Die erste ist eine sehr, sehr verblüffende Nachricht. Und zwar kommt ein neuer Glenlivet raus und der wird von Gordon & MacPhail vorgestellt. Und der hat eine besondere Eigenschaft, der ist 80 Jahre alt. Das muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. 80 Jahre alt. Leider haben sie dazu noch nicht mehr gesagt. Kein Preis und auch keine weiteren Informationen über Fass oder Sonstiges. Nur es soll nächsten Monat zusammen mit dem Preis bekannt gegeben werden und auch veröffentlicht werden. Und ja, wir sind gespannt, was da kommt. Als nächstes haben wir den Laphroaig 25 Cask Strength. Und der wird auch kommen. Es ist eine Vermählung von Bourbonfässern und ausgewählten Bourbonfässern. Es ist ein subtil eleganter Single Malt, typisch Islay Rauch. Natürlich, wir kennen es von Laphroaig. Fassstärke, nicht kühl gefiltert und am besten mit einem Tropfen Wasser zu genießen, haben sie gesagt von Laphroaig. Dann haben wir eine Nachricht von Glenfarclas und zwar, die haben einen Bauantrag gestellt und eine Baugenehmigung jetzt erhalten für neue Lagerhallen. Die Gesamtfläche der neuen Lagerhallen wird 1993 Quadratmeter sein und in jedem Lagerhaus werden 2500 Fässer gelagert werden. Und ja, damit kann nun Glenfarclas die gesteigerte Nachfrage in Zukunft auch bedienen. Ja, jetzt müssen sie ja nur noch die Produktion auch ein Stückchen hochfahren vom neuen Destillat. So, dann haben wir eine Nachricht von Johnny Walker. Wir wussten ja schon, dass die Johnny Walker Experience länger gebaut wird und es ist wegen Corona verschoben worden und jetzt ist ein neues Eröffnungsdatum bekannt gegeben worden und zwar der 6. September. Auf 71.500 Quadratmetern, auf 8 Etagen wird es ein Erlebnis geben zu einer 200 Jahre alten Geschichte von Johnny Walker. Es wird eine Bar geben, ein Dachrestaurant mit Blick auf das Edinburgh Castle, ein Whisky-Kaufhaus und vieles, vieles mehr. Ich war schon im Diageo Archive, was so ein bisschen so wie die Johnny Walker Experience ist. Wahrscheinlich haben sie auch sehr, sehr viele Sachen aus dem Diageo Archive dort mitgenommen, was man dort jetzt öffentlich besser zugänglich anschauen kann und ja mehr wie ein Museum aufgemacht sein wird. Wir dürfen gespannt sein. Wenn ich mal dort vorbeikomme, werde ich bestimmt auch einmal durchlaufen. So, dann haben wir noch etwas zum Thema Whisky und Nachhaltigkeit. Das kommt auch wieder immer öfter vor. Diesmal Duas und die stellen eine nachhaltige Metallverpackung vor. Es ist eine moderne, nachhaltige Verpackungslösung. Hohe Recyclingfähigkeit, niedriger CO2-Abdruck. Natürlich in unterschiedlichen Farben und Designs. Wann es zum Einsatz kommen wird, haben wir leider noch keine Informationen. Dann haben wir nochmal Nachrichten von Diageo und zwar bringen die zweite Prima und Ultima Whisky Reihe raus. Es sind acht Abfüllungen in Fassstärke von Talisker, Mordlach, The Singleton of Glendalen und Brora. Und teilweise komplette neue Single Malts, teilweise die letzten ihrer Art, zum Beispiel von Lagavulin. Und eine Abfüllung von Brora sind die letzten Fässer von 1980, ein Linkwood von 1981 und vieles, vieles mehr. Das erste Set wird bei Sotheby's versteigert und der gesamte Gelös geht an eine wohltätige Organisation. Dann haben wir einen neuen Ben Riach und der soll seit 100 Jahren die erste seiner Art sein. Er reift in Bourbon und Virgin Eichenfässern, also in Fässern, wo vorher Bourbon Whisky gelagert wurde und Eichenfässer, in denen noch nichts gelagert wurde. 48,7%. Und für die Herstellung der Gerste wurde im Melzereiraum die Gerste vorher in Wasser eingeweicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was an dieser Meldung so spannend und neu sein soll. Aber sie wurde mehrere Tage von Hand gewendet. Das gibt es auch. Von Hand gewendet, das glaube ich, weiß nicht, ob das noch so viele Brennereien machen. Normalerweise hat man da doch irgendwo ein Rechen oder sowas, aber der Rechen wird auch meist von Menschen gezogen.
Eine schlechte Nachricht gibt es da noch. Ab Oktober in USA erhältlich. Das heißt, wann es im europäischen Markt kommen wird, wissen wir leider noch nicht. Dann haben wir noch ein paar Nachrichten aus Fernost. Und zwar haben wir ein paar neue Abfüllungen von Kavalan. Die Taiwan Native Species. Also das sind besondere Geschenkverpackungen für den Kavalan Whisky. Und auf diesen Cover sind diese Geschenkboxen sind exotische heimische Tierarten. Sie sind Symbolik für Hoffnung und Wohlstand. Künstlerisch schön ausgearbeitet und ich lese euch mal vor, welche Whiskys was bekommen haben. Der Kavalan Single Malt Classic hat den Mikado Fasan bekommen. Dann der Concert Master Port Cask Finish hat den Sika Hirsch. Dann der Solist Vino Barrique hat den Leopard bekommen. Und diese Whiskys werden dann ab Mitte September bei whisky.de erhältlich sein. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.